So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Animal Crossing Happy Home Designer. Das letzte Mal hat Carlotta uns trainiert und wir mussten ihr Haus einrichten und ihr hat's gefallen, ja, und sie hat gesagt, am nächsten Tag kommt ein Kunde, also gucken wir mal nach, was da jetzt los ist. Beeil dich, Manuel, die Kundschaft wartet schon. Bienchen, dann wollen wir mal mit der Planung beginnen, oder? Die Gestaltung deines Hauses wird mein Kollege hier übernehmen. So, Manuel, setz dich am besten zu uns und frag die Kundin nach ihren Wünschen. Okay, dann tun wir das. Hallo Manuel, freut mich. Was denn, wer ich bin? Ich heiße Bienchen. Eigentlich wollte ich mir zumindest bis vor kurzem gar kein eigenes Haus zulegen. Naja, der Zufall hat ein bisschen nachgeholfen. Das war nämlich so. Neulich las ich, dass die Entwicklung unserer Stadt Hausbesitzern noch jede Menge Freiräume bietet. Nun, was mich angeht, so habe ich's gern ländlich und bin begeistert von der unberührten Natur hier. Darum habe ich den Sprung ins kalte Wasser gewagt und mir ein kleines Haus gekauft. Welch spontane Entscheidung. Ja, nun, ich habe es gerade erst gekauft und würde darum gern deine Hilfe bei der Inneneinrichtung beanspruchen. Mein Haus ist recht klein, also benötige ich auch nur das Wesentliche an Einrichtung. Ich liebe ja Bücher. Vielleicht könntest du es so einrichten, dass wir von vielen Büchern umgeben bin, dass ich von vielen Büchern umgeben bin. Ich glaube, das würde mich richtig glücklich machen. In Ordnung? Idealerweise würdest du genau dieses Thema treffen. Das Thema steht da unten auf dem Touchscreen. Behagliche Bücherbehausung. Liegt sowas überhaupt im Bereich des Möglichen? Was meinst du? Packen wir's an. Fantastisch! Es beruhigt mich ungemein, dass du so viel Selbstvertrauen an den Tag legst. Ja, in der Tat, mach dir keine Sorge, Bienchen. Auch ich habe die Hilfe von Manuel bei der Inneneinrichtung in Anspruch genommen. Und was soll ich sagen? Er hat genau die Aufgabe erledigt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ach ehrlich, nun wenn's so ist, dann gib dir bei meinem Haus genauso viel Mühe, Manuel. Also Manuel, am besten machst du dich unverzüglich auf den Weg zum Haus von Bienchen und lass dir was ganz Spezielles für die Inneneinrichtung einfallen. Du schaffst das. Viel Erfolg. Ja, danke. Dann richten wir mal das Haus ein von Bienchen. Ich frag mich, warum der eigentlich Bienchen heißt. Es ist doch ein Hund. Das ist mein neues Haus. Ach, das ist alles so aufregend. Wuff. Ich kann's gar nicht erwarten, mich hier in meinem neuen eingerichteten Zimmer beim Lesen zu entspannen. In den Kartons und durch Berühren vom Suchsymbol kannst du sehen, was es Neues an Möbeln und Deko gibt. Stell einfach alles so zusammen, wie es dir gefällt. Ich vertraue dir. Wuff. Okay. So. Dann das Regal stellen wir mal nach da hinten. Das Teil kommt dahin. Kann man da eigentlich die Musik wechseln? Das wäre nämlich ziemlich cool. Ja, das passt. So. Mal gucken, was wir Neues haben. Wir haben diese ganzen Betten. Und ich nehme jetzt mal das Buntholzbett, weil das sieht eigentlich recht gut aus. Passt auch zu den Büchern. So. Machen wir das mal hier hin, dass sie auch im Bett lesen kann. Oder falls sie mal krank ist, dass sie keinen weiten Weg hat. Tisch braucht man eigentlich keinen.
Dann nehmen wir aber so einen Ratternstuhl. Dann kann sie hier so lesen. Und ein Cremesofa. Das sieht doch eigentlich recht gut aus, oder? Oder nee, komm, wir nehmen so ein Teil. So, dann machen wir hier so eine kleine Fernsehecke. Dann nehmen wir so ein Teil, weil da sind noch ein paar Bücher drin. Ne, halt. Das machen wir anders. Das machen wir hier so hin. Es kommt besser. So, und das Sofa kommt dahin. Genau. So. Das haben wir ja schon. Dann nehmen wir noch so einen Fernseher. Gott sei Dank gibt es endlich mal einen Fernseher. Das ist hier nicht immer Sekunde. Passt es so? Ja, passt so. Ja, so. Bap, bap, bap. Was gibt's noch? Ein Herd. Ja, auf jeden Fall. Bienchen soll ja nicht verhungern hier. Sonst kommt Bienchen wieder ins Büro getanzt. Hey Manuel, ich kann nicht essen, du hast mir kein Herd gegeben. Jetzt muss ich immer ins Restaurant, das wäre ja blöd. So, dann stellen wir mal hier hin. So. Was gibt's noch, was wir brauchen könnten? Sonst. Ah, das könnte man noch nehmen. Bücherriemen. Kann man das hier drauf? Ja? Ja, komm, dann nehmen wir gleich zwei. Und stellen es nochmal hin. So. Ja, das sieht dann eigentlich. Ne, die Wände sollte man noch ändern. Sonst sieht es eigentlich relativ gut aus, glaube ich. Ah, die Bücherwand, die ist doch perfekt. Sie ist doch perfekt. Besser geht's gar nicht. Und dann ein Dielenboden. Passt es? Ja, doch. Ja, das passt. Das passt, glaube ich, sehr gut. Dann vielleicht gibt es hier noch einen Teppich. Bibliotheksteppich. Das passt doch. Größe L. Ja, das passt ja noch besser. Das passt ja noch viel besser, hey. Doch, ja. Mal sehen, was könnte man sonst noch reinmachen? Ein Kamin? Nee. Ein Heizkörper. Oh, nein, 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 nein. So soll er bleiben. Wir wollen das Teil her. So. Am Ende vom Bett. Ja, das passt so. Dann hat Bienchen schön kuschelig im Bett. Dann können wir den Fernseher vielleicht auf so einen TV-Tisch stellen, mal gucken. Nee, schade.
dann kriegt Bienchen halt kein Fernseh auf einem Tisch. Muss sie halt ein bisschen runterschauen. Aber wen juckt's? Mal gucken, gibt's hier muss es doch noch irgendwas geben, was man nehmen könnte, irgendwie. Nö. Da vielleicht. Nee, da gibt's nur die drei Dinge. Ja, dann passt es. Das passt dann eigentlich voll gut, ja. Das ist ja auch nichts Interessantes mehr. Dann tut's mir leid, der Pass war dann heute eigentlich recht kurz, aber mehr gibt's eigentlich nicht, was hier so reinpasst zu einem Bücherzimmer. Oh, bist du fertig, Wuff? Jawohl. Toll, vielen Dank, Wuff. Okay, ihr scheint's zu gefallen. Freut mich schon mal. Und sie fummelt an der Heizung rum, weil es ihr zu kalt oder zu warm ist. Und sie tanzt. Sieht auch gut aus. Und sie tanzt mit Maracas. Zu der Musik, die ich hier ausgesucht habe. Es ist so voller Inspiration. Allein durch das Bewundern dessen, was du hier geschaffen hast, werde ich viel über Inneneinrichtung lernen. Cool, wir kriegen Freude. Wir können jetzt Freude ausführen. Das passt voll gut zu mir, weil ich bin eigentlich fast immer fröhlich. Oh, du bist zurück. Und wie ist das gelaufen? Hat Bienchen sich gefreut? Na klar. Ah, verstehe, das ist ja fantastisch. Da habe ich mir wohl umsonst Sorgen gemacht, wie du dich beim ersten Auftrag anstellst. Morgen muss ich mir von Bienchen unbedingt alles erzählen lassen. Aber jetzt erstmal weiter im Programm. Du hattest noch eine Frage zu Aktionen. Bei dem Thema bin ich Expertin. Es handelt sich dabei um Gefühlsausdrücke wie Freude. Der Kontakt mit Kunden ruft nämlich ganz verschiedene Gefühle in uns hervor, von Glück bis Kummer. Hast du eine Aktion gelernt, kannst du sie einsetzen, indem du auf das Symbol gehst. Ach, bevor ich es vergesse, du hast dein Training für heute beendet. Hervorragende Leistung. Du kannst jetzt ruhig Feierabend machen. Das hast du dir redlich verdient. Vergiss aber nicht vorher an deinem Schreibtisch noch den Tagesbericht zu schreiben. Wie der Name schon andeutet, das muss das jeden Tag gemacht werden. Also auch heute. Vielen Dank. Okay. Dann würde ich sagen, war's das erstmal von mir. Und ja, bis zum nächsten Part. Tschüss!